Mein Name ist Björn Mierdal, ich bin 30 Jahre alt und arbeite hier in Rottenburg-Werken als Wohnverbundsleitung. Bin zuständig für 3 Wohngruppen und bin jetzt seit, ich glaube, 7 Jahren im Unternehmen. Das Besondere an den Menschen hier ist eigentlich, dass man ganz unterschiedliche Menschen hat. Und das ist eigentlich unser Auftrag, ja, dem Bewohner dazu verhelfen, dass er möglichst selbstständig durchs Leben geht. Und Pilot kann jetzt vielleicht nicht der eine oder andere werden, aber wenn jemand Pilot das toll findet, kann man ja schon sagen, okay, wir fahren mit dem zu einem Flughafen, um ihn einfach auch Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Marion, hat halt eine Person, die sie sehr gerne mag, was ich irgendwann mal angefangen habe, weil ich das dann so mitbekommen habe, ihr auf dem Laptop zu zeigen, also Fotos von der Person zu zeigen. Deswegen kommt sie jetzt ständig in mein Büro und möchte immer wieder Fotos von der Person haben und dass ich die ausdrucke und dass dadurch sie dann nochmal ein neues Bild von ihr hat. Ja, ich weiß. An meiner Arbeit mag ich am meisten, dass ich sehr frei in meinen Entscheidungen bin und ich dafür sorgen kann, dass alle sich wohlfühlen. Eine Bewohnerin hat viele Kontakte hier in den Rottenburger Werken und wollte gerne alle mal zu einem gemeinsamen Essen einladen. Ja, es sind jetzt mittlerweile 60 Personen, die sie eingeladen hat und haben uns darum gekümmert, dass sie halt einen Raum zur Verfügung gestellt bekommt, in dem man das Essen veranstalten kann. Und, ja, hat auch darauf bestanden, dass ich ja keine Mitarbeiter in den Spätdienst einplane an dem Tag. Das Schöne ist eigentlich, dass man hier innerhalb des Unternehmens ganz viel Möglichkeiten hat, aber gleichzeitig auch die Sicherheit, dass man einen großen Arbeitgeber hat, der diese Möglichkeiten bietet, man aber trotzdem durch den Tarifvertrag natürlich auch eine Grundlage hat, die einen absichert. In der Form, dass man natürlich ein geregeltes Einkommen hat. Für mich war immer so der Schlüssel, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, immer eine Beziehung zu den Menschen aufzubauen und empathisch zu sein. Und wenn man das mitbringt, dann ist das auf jeden Fall auch ein Beruf, der ganz viel Spaß machen kann. Und die Rottenburger Werke bezahlen auch gut. Ich kann die Ausbildung in den Rottenburger Werken empfehlen, weil die Rottenburger Werke einem viele Möglichkeiten bieten und man mit Menschen arbeitet, die einem sehr viel zurückgeben.